Der Philosoph Hans Plüher beschreibt in seinem 1915 erschienenen Buch die Rolle der Erotik in der männlichen Gesellschaft, dass jeder Mann von Natur aus bigam sei, nämlich zwei Hauptleidenschaften in seinem Leben habe. Diese beiden Hauptleidenschaften sieht er durch zwei unterschiedliche Frauentypen verkörpert. Er nennt sie in Anlehnung an Homers Odyssee Penelope und Kalypso. Laut Plüher gibt es also den Penelope-Typus von Frau und den Kalypso-Typus von Frau. Und der Mann sei, seinen Spekulationen zufolge, zwischen diesen beiden Typen orientiert, brauche sie im Prinzip beide und liebe sehr gerne Beziehungen zu beiden Typen. Die eine ist die brave Ehefrau, die andere ist die Geliebte. Penelope ist der treue und sichere Hafen, der warme Herd, das Kaminfeuer, die mütterliche, die schwesterliche, die vertraute. Kalypso ist das ewige Abenteuer, das lodernde Feuer, das nicht wie im heimischen Kamin oder Herd geschürt Sicherheit und Behaglichkeit vermittelt, sondern reine Gefahr. Sie ist die Verführerin, die Geliebte par excellence, die Frau, die der Mann niemals wirklich haben kann und die er dennoch immer begehrt. Zwischen Penelope und Kalypso sieht also Hans Plüher den Mann in seiner Sehnsucht nach der Frau aufgestellt. Und er sieht das biografische Lebensschicksal des Mannes in seiner Eigenschaft als Psychotherapeut maßgeblich davon bestimmt, welche Einstellung er zu diesen beiden Frauentypen habe, wie sich bei ihm der Penelope-Typus, das schwesterlich-mütterliche, und andererseits der Kalypso-Typus, das gefährliche, die femme fatale, die Geliebte per se, ausdrücke, wie sie sich biografisch manifestiert hat und wie sie sich immer wieder in seinen gegenwärtigen Entscheidungen im Liebesleben aktualisiert. Für Hans Plüher ist es ganz klar, der Mann braucht für seine Psychohygiene eine Beziehung zu beiden Frauentypen. Er braucht den mütterlichen Typus Penelope, den sicheren Hafen, diejenige, die ihn versteht, die ihn aber nicht herausfordert, die Mutter seiner Kinder, die generative Linie. Und er braucht andererseits das, was Nietzsche einmal als Gefahr und Spiel umrissen hat, nämlich die gefährliche, entfesselte Leidenschaft mit der Geliebten, die er niemals wirklich in seinen eigenen Bann zieht, sondern im Gegenteil, die ihn aus seinem Vertrauten herausreißt und in ihren Bann zieht. Hier sieht man bei Plüher einen großen Spannungsgegensatz, den er aber nicht als Ergebnis seiner Analyse deutet, sondern ihn mit dem Selbstbewusstsein eines Psychotherapeuten in der Seele jedes einzelnen Mannes verortet. Er spricht seines Erachtens von Tatsachen. Er sagt, es ist so, dass jedermann bigam ist, und zwar nicht, indem er zwei Beziehungen zu einem ähnlichen Frauentyp hat, sondern indem er immer diese beiden Grundbeziehungen zu zwei elementar unterschiedlichen Frauentypen und Charakteren haben muss. Wenn ihm eine dieser Beziehungen fehlte, sagt Plüher, wäre es ein großer Verlust, nicht nur für die Lebensqualität des Mannes, sondern auch für seine geistig-seelische Gesundheit. Er geht davon aus, dass letztere, nämlich die geistig-seelische Gesundheit, beim Mann erheblich davon abhinge, dass er beide Formen von Beziehung leben kann, dass es also eine Penelope und eine Kalypso in seinem Leben gibt. Nun sieht Hans Plüher aber auch, und in der Entstehungszeit seines Romans sicherlich noch mit einer schärferen Kritik als wir heutzutage im Jahre 2021, dass die Gesellschaft repressiv ist, dass sie Geliebtenverhältnisse wie die zur Kalypso kaum toleriert oder zu seiner Zeit 1915 vielfältig auch sanktioniert. Plüher sieht die Sanktionierung der Geliebtenverhältnisse als sehr problematisch an aus psychologischer Sicht. Seines Erachtens würde der Mann psychisch reifen und sogar über sich selbst hinauswachsen, wenn er Zeit seines Lebens die Beziehung zu einer mütterlich-schwesterlichen Frau und zu einer Geliebten leben könnte. Er ist der Meinung,
der Mann brauche diese beiden Beziehungen als vollgültige Lebensmodelle, die auch das gleiche Maß an Kraft, an Energie, an Zeit, an Involviertheit beanspruchen können. Was sich Blüher vorstellt, ist eine revolutionäre Gesellschaft, die es in dieser Form in der Kulturgeschichte der Menschheit kaum gegeben hat. Eine Gesellschaft, in der Männer ihre Beziehungen zu diesen beiden Frauentypen leben können, ohne dass sie eine Odyssee durch verschiedene Irrungen und Wirrungen durchführen müssen.